Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute beschäftigen wir uns wieder einmal mit der IVR, dem Implied Volatility Rank. Und wir stellen uns heute mal die Frage, braucht man die IVR eigentlich überhaupt? Bis vor 2-3 Jahren kannte in Deutschland kaum jemand das Konzept der IVR. Und wir sind auch ein bisschen stolz darauf, dass wir, glaube ich, die Ersten waren, die das ein wenig öffentlicher gemacht haben. Aber leider, wir haben es nicht erfunden, dieses Konzept, sondern wir haben es natürlich auch nur übernommen. Es gibt in Amerika, gibt es schon seit längerer Zeit Anwender dieses Modells der IVR, dieses Implied Volatility Ranks. Und vielleicht für alle, die jetzt relativ neu hier dabei sind, die gerade erst mit dem Optionshandel beginnen, nochmal eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Was ist gleich diese IVR? Das hat was zu tun mit der implizierten Volatilität einer Option. Und wenn wir uns einfach mal vorstellen, dass wir den Verlauf der Volatilität haben, über ein Jahr, also wir haben, es geht irgendwann mal los, dann haben wir einen Tiefpunkt, dann gibt es irgendwo einen Hochpunkt und dann gibt es eben einen jetzigen Preis beziehungsweise einen jetzigen Kurs der Volatilität. Und jetzt ist es ja immer so, wenn man eine Zahl gesagt bekommt, zum Beispiel hier die Volatilität ist jetzt gerade bei 20, naja, was sagt denn das überhaupt? Ist das hoch oder ist das niedrig? Das weiß man nicht. Und jetzt gibt es ja auch unterschiedliche Underlyings. Das heißt, mal gibt es Aktien zum Beispiel, die immer eine sehr hohe Volatilität haben, Biotechnologieaktien beispielsweise. Und dann gibt es vielleicht Versorgeraktien, die immer eine relativ niedrige Volatilität haben. Und damit man das vergleichen kann, hat man also dieses Konzept der IVR entwickelt. Und zwar, indem man einfach hergeht und schaut sich in einem historischen Zeitraum, meist wird hier ein Zeitraum von 12 Monaten verwandt, dass man sagt, was war denn der Hochpunkt, was war der Tiefpunkt und wo steht die aktuelle implizite Volatilität zu diesen beiden Extrempunkten, so ein bisschen auch wie eine Stochastik berechnet wird. Und dann hat man eben einen IVR-Wert und man sagt so ganz grob, bei Werten von 40, 50 etwa hat man eine hohe Volatilität, wo es sich also lohnt, Optionen zu verkaufen. Und darunter verkauft man entweder gar keine Optionen oder aber, das ist ein Konzept, was wir eher umsetzen, man kann in jeder Volatilität Optionen verkaufen, aber man muss eben das dann entsprechend gering halten von den Positionsgrößen, weil ganz klar, wenn man eine niedrige Volatilität hat, ist natürlich immer die Gefahr, dass diese nach oben steigt und als Verkäufer von Optionen ist das immer etwas Negatives. So, soweit, so gut mit der IVR. Das Prinzip ist bekannt und jetzt gibt es natürlich in letzter Zeit immer mehr Verbreitung dieser IVR, was auch sehr schön ist. Also man kann beispielsweise, ihr kennt das von den Machern von Tasty Trade bzw. jetzt Tasty Works, auf Dow gibt es IVR-Werte. Option Alpha aus den USA bietet eine Liste an. Es gibt mittlerweile in Deutschland einige Anbieter, die das für sehr, sehr kleines Geld anbieten, also Scanner oder auch Listen, wo man eben gewisse Werte aufgelistet bekommt, sowohl im Aktienbereich als auch im Future-Bereich, sodass man sich eben selbst die ganzen Aktien gar nicht mehr anschauen muss, sondern einfach nachschauen kann, Mensch, welche Aktie hat denn jetzt momentan eine hohe IVR? Jetzt ist es allerdings manchmal so, dann lese ich so in Foren, dass es große Diskussionen gibt. Ne? Bei dem ist doch der IVR-Wert so und wenn ich das vergleiche mit diesem Wert, dann ist der doch ganz anders. Welcher ist denn jetzt richtig? Soll ich jetzt auf den vertrauen oder auf der? Und bei mir entsteht dann immer so ein bisschen der Eindruck, dass man hier zwar auf eine Zahl schaut, aber nicht versteht, was eigentlich dahinter steckt. Und deswegen auch die etwas provokante Frage, braucht man die IVR überhaupt? Und ich behaupte jetzt mal hier, nein, man braucht sie nicht. Wieso braucht man die nicht? Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an. Und zwar, wir gehen mal her und sagen, okay, wir haben jetzt hier den Verlauf einer Aktie. Und zwar, wir sind in einem, von mir aus in einem Aufwärtstrend und die Aktie steigt. Ne? Die Aktie steigt. So, plötzlich haben wir hier haben wir Earnings, also das heißt Quartalszahlen werden veröffentlicht, dann entwickelt sich die Aktie ein bisschen seitwärts, dann kommen wieder Earnings, so, dann geht es wieder ein bisschen hoch und dann fällt die Aktie.
So, das nehmen wir mal an als normalen Verlauf der Aktienentwicklung, die Aktie XYZ. Und wenn man sich jetzt mit dem Entstehen von Volatilität beschäftigt, wenn man versucht zu verstehen, wie Volatilität entsteht, dann ist es eigentlich relativ simpel herauszufinden, wann hier eine hohe Volatilität vorhanden sein wird. Wenn wir uns mal anschauen, den Zeitraum von hier nach da, dann wissen wir, dass hier tendenziell keine hohe Volatilität vorhanden sein wird. Warum? Weil die Aktie ja steigt. Das heißt, je länger die Aktie steigt, und wenn wir das auf den breiten Markt beziehen, je länger der breite Markt steigt, umso geringer wird die Volatilität sein. Das heißt, es wird sehr schwierig sein, in dieser Aktie auch einen entsprechend hohen IVR-Wert zu finden. Jetzt habe ich hier diese beiden Earnings mal mit eingezeichnet. Was heißt, was wird passieren? Es wird immer mal, je nachdem, was es für eine Aktie ist, vor den Earnings einen kleinen Anstieg der Volatilität geben. Der fällt dann auch wieder zusammen. Na, dann haben wir hier, wird es wieder einen kleinen Anstieg geben, dann fällt er auch wieder zusammen. Und das sind eben Ereignisse bezogen auf die Earnings. Und das wird sich meist auch nur auf relativ kurzlaufende Optionen beziehen. So, und dann kommt der Punkt hier, die Aktie geht nach unten, eventuell geht ja sogar der Gesamtmarkt nach unten. Und was wird dann mit der Volatilität passieren? Naja, die wird natürlich nach oben gehen. Und gerade im Aktienmarkt ist es also relativ simpel, allein aus dem Verlauf der Preiskurve abzuschätzen, wie die Volatilität sein wird. Denn es wird extrem unwahrscheinlich sein, dass wir eine Aktie haben, die gerade ein neues Allzeithoch macht oder die gerade ein neues 52-Wochen-Hoch in einem übergeordneten Bullenmarkt macht und dann eine hohe implizite Volatilität hat und dementsprechend wird sie auch keine hohe IVR machen. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, dann nach IVR-Werten zu scannen, weil wenn alle Aktien steigen, wirst du nur sehr wenige Gelegenheiten finden. So war es ja zum Beispiel so bis Mitte des Jahres etwa. Ne? Da hat man überhaupt keine Werte gefunden. Ganz klar, weil es gibt auch keine. Umgekehrt sehen wir natürlich, wenn der Markt nach unten geht, wenn die Märkte also nach unten gehen, kommt Absicherungsbedarf in den Markt. Die Marktteilnehmer kaufen Put-Optionen, das treibt die Preise dieser Puts nach oben. Es entsteht implizite Volatilität, die Vola zieht an, IVR-Wert steigt. So, und deswegen ist es aus meiner Sicht viel, viel wichtiger, als einen nackten Wert abzulesen, ne? Und zu sagen, hat der jetzt 55 oder hat der jetzt 70? Das spielt überhaupt keine Rolle. Schauen wir uns doch einfach den Preisverlauf der Aktie an und dann wissen wir auch, ob die Vola hoch oder niedrig ist. Ne? Und wäre es dann wirklich dann so ein riesiger Unterschied, wenn man sagt, die hat jetzt 50 oder die ist jetzt 70, was spielt das für eine Rolle? Ne? Also überlegt euch mal einfach selbst, was würdet ihr dann anders machen, wenn ihr sagt, heute verkaufe ich eine Option, weil die Vola oder die IVR bei 50 ist und morgen mache ich etwas gänzlich anderes, weil sie bei 70 ist. Viel entscheidender ist doch, wenn man Optionen verkauft, dass man sich bewusst macht, haben wir jetzt gerade eine hohe oder eine niedrige Volatilität und dass ich verstehe, wie Volatilität entsteht. Jetzt könnte man auch sagen, okay, bei Aktien ist das ja noch verständlich. Wie ist es auch bei Futures? Bei Futures kann ja auch die Volatilität ansteigen, wenn der Preis steigt. Das stimmt. Aber auch hier ist es so. Wir müssen uns immer überlegen, wie entsteht Volatilität? Und Volatilität entsteht immer dann, implizite Volatilität, ganz wichtig, entsteht immer dann, wenn sich Marktteilnehmer gegen Preisbewegungen absichern wollen. Und wenn wir eben einen Rohstoff haben, der plötzlich durch die Decke geht, weil es zum Beispiel einen Engpass gibt oder irgendwas, dann wird auch entsprechend die implizite Volatilität ansteigen. Passiert das ganz, ganz langsam, wird gar nichts passieren. Geht das ruckartig, dann wird auf jeden Fall was passieren und dann weiß ich, dass ich auch eine hohe implizite Volatilität habe. Und deswegen, IVR-Listen, IVR-Scanner, IVR-Charts, das ist alles richtig, das ist alles schön und das sind alles gute Hilfsmittel. Ich werde aber trotzdem keinen Erfolg haben, wenn ich nicht verstehe, was ich da eigentlich mir anschaue. Das andere ist so, wie heißt bei den Amerikanern Number Crunching. Ne? Ich schaue mir irgendwelche Nummern an und sage, oh, jetzt ist das oder jenes. Bringt mir nichts. Ich muss das dahinter verstehen, die Entstehung dieser Zahlen. Und wenn ich das verstanden habe,
dann brauche ich im Grunde genommen gar keine IVR-Listen mehr, sondern schaue ich auf den Chart. Das dauert ein bisschen, aber wer ein paar Jahre dabei ist, der kann eigentlich auf das verzichten. Der guckt sich die Charts an, weiß, habe ich eine hohe Vola oder habe ich keine hohe Vola. Und deswegen, seid entspannt beim Handeln. Optionshandel ist etwas Entspannendes, vor allem Optionsverkauf. Lehnt euch zurück, schaut euch in Ruhe die Charts an, überlegt euch, was passiert da gerade, wer muss, wer kann. Muss hier eventuell ein Marktteilnehmer etwas machen? Können hier Marktteilnehmer etwas machen? Und dann habt ihr eine sehr genaue Ahnung, was gerade mit der Volatilität passiert. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Erfolg beim Handel von Optionen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.